Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt ja gestern wahrscheinlich schon auf dem einen oder anderen Kanal gesehen, dass es jetzt beginnend ab heute, ich blende euch das mal ein, einen Kalender hier gibt, also eine Monatsübersicht. Was erwartet uns im Monat März, also beginnend ab März? Das wird es jetzt wohl jeden Monat geben. Also wir haben erstmal die saisonale Challenge, also wir feiern das farbenfrohe Fest. Das ist wohl ein indisches Fest. Ihr kennt das irgendwie so mit vielen Farben, Lacken etc. Und das wird jetzt erstmal gefeiert im Monat März. Das geht nicht immer einen ganzen Monat, aber so einen halben Monat teilweise. Und natürlich die Clanspiele, entschuldigt bitte, beginnend mit dem Monat natürlich die Clan War League. Dann haben wir. Sind das Seven? Ach so, das sind die einzelnen Sachen, die wir saisonal machen, mit verschiedenen Events, also Superdrache, meiner eigentlich das Übliche, aber hier zusammengefasst in der Gesamtübersicht. Und ihr seht auch unten, es gibt das Kollaufest, also jetzt zum farbenfrohen Fest zeige ich euch gleich, was es ja heute eigentlich schon gab. Eigentlich ist es immer ein doofes Video, weil ihr seht das Video jetzt und es ist dann schon auf dem Markt, aber vielleicht interessiert es euch ja doch, was ich da so meinungsmäßig zu habe. Und ihr seht dann auch schon, dass es jede Woche jetzt eine neue Challenge gibt. Also in der zweiten, dritten und auch in der vierten, also in der letzten Märzwoche. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass jetzt auch schon so die Charaktere ein wenig geleakt werden. Ein wenig geleakt werden. Das mag ich eigentlich gar nicht, vor allen Dingen nicht in meinen Livestreams, dass dort etwas geleakt wird. Aber aus oder abschließend gibt es dann in der letzten Woche rein dann in den April Rocket Balloons, Mauerbrecher und dann nochmal die Wizards, also nochmal irgendwo spiele ein paar Wizards und gewinne ein bisschen Reward. Clan Games natürlich nicht zu vergessen und mal sehen, ob wir hier dann auch irgendwie mal so Änderungen bekommen. Aber ich blende euch das wieder aus. Kommen wir mal zum Skin. Den finde ich nämlich wirklich, wirklich hübsch. Ihr seht mich jetzt noch am 28. hier sitzen, ja, weil eigentlich mache ich diese Videos nicht so ultra gerne. Weil, wie gesagt, wenn ihr das Video seht, dann ist das alles schon auf dem Markt. Aber dennoch glaube ich, dass ihr vielleicht das ein oder andere noch nicht gesehen habt. Und zwar, dass es, oder das habt ihr jetzt wahrscheinlich gesehen, dass es im Pass hier am Ende, ja, ich lasse die Mucke auch mal laufen hier. Da spielt jetzt mal so ein bisschen der Pass rein. Und diese liebliche Musik ist ja grenzwertig. Und ihr seht also, es gibt ein paar Mauerringe, eigentlich das Übliche. Aber am Ende ist es dann doch ein bisschen was anderes. Denn am Ende bekommen wir diesmal kein Skin. Der ist ja kaufbar, das habt ihr jetzt auch schon im Shop gesehen. Sondern wir bekommen eine Szenerie. Die farbenfrohe Szenerie und wir bekommen eine Statue, also eine dekorative Drachenstatue am Ende. Und so sieht dann ja der Rest aus. Also das ist dann aber auch nur Goldpass. Silberpass ist denke ich, wieder relativ normal. Und ja, mehr will ich da gar nicht zu sagen. Der Skin ist natürlich sehr, sehr schick. Und auch die Szenerie selber ist sehr, sehr schick. Also ich weiß nicht, ob ihr da schon ein Video von gesehen habt, aber ich finde die Szenerie ziemlich nett. Ziemlich nett. Vor allen Dingen diese wirklich liebliche Musik ist der Hammer. Man hat uns auch das Musikfile zur Verfügung gestellt. Also hier werden jetzt aber schon auch, so wie wir es gleich sehen werden, Ostereier bemalt. Ja, also es geht natürlich in harten Schritten Richtung Ostern zu. Und wir haben ja Ostern dieses Jahr auch sehr, sehr früh. So wie ich das auf dem Kalender gesehen habe, aber auch schön animiert. Und auch da wurde jetzt gerade das Lager bewegt und oben hat das Ei gezuckt. Kann das sein, dass man jetzt, wenn man gewisse Sachen im Dorf macht, dass sich das auf die Szenerie auswirkt? Das wäre natürlich ultra, ultra cool. Wenn ihr den Pass schon durchgegammt habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein, ob das so ist, wenn man jetzt gewisse Items bewegt, dass sich irgendwas in der Szenerie tut. Wäre natürlich cool. Das Laufband hier wird immer länger. Ich sehe es jetzt gerade, das Laufband wird immer länger. Und unten stehen dann auch schon die Karren bereit, um die farbenfrohen, ja, wahrscheinlich Gimmicks oder
weiß nicht, ob das Ostereier darstellen soll oder Farbeneier oder Farbentöpfe. Nee, eigentlich sieht das so ein bisschen so aus wie so ein Ei, wo es dann natürlich rüber geht in die, ja, da geht es jetzt wahrscheinlich rüber. Das ist wahrscheinlich das Schiff Richtung Dunkeldorf. Und ja, hier beim Übergang zur Kleinstadt hat sich jetzt nicht so viel getan. Aber hier unten wieder sehr, sehr schön lieblich animiert. Und der Sound ist einfach umwerfend. Also ich glaube, wenn draußen schlechtes Wetter ist, dann macht man einfach diese Musik an und denkt, Mensch, ist es schönes Wetter hier draußen, oder? Also so habe ich jetzt so ein bisschen so für mich gedacht. Und aber eine schöne Szenerie, wieder schön mit 3D-Objekten, mit beweglichen Sachen. Und also wirklich sehr schick. Ja, ist natürlich ein bisschen verspielt, aber es ist natürlich verspielt, farbenfroh. Und so soll es ja auch sein. Und ja, mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, was ihr von der Szenerie haltet. Aber ich finde sie nicht schlecht. Und diesmal könnt ihr euch sie ja erspielen. Ich weiß, es ist im Goldpass. Also quasi doch 5,39 Euro dafür ausgegeben, wenn ihr über den Supercell Store kauft. Und wenn ihr natürlich kauft, dann vergesst nicht, hier oben einen Creator-Code einzutragen. Meistens trage ich hier Noobs ein oder Itzo. Toto braucht ihr nicht eingeben. Möchte ich nicht drüber sprechen. Und was ich aber auch noch sehr, sehr gut finde, ist natürlich der farbenfrohe Kings King, der neue. Da kann ich euch, glaube ich, ein Video auch dazu zeigen, wie ihr ihn, glaube ich, noch nicht gesehen habt. Ich denke mal, ist es das hier. Ja, das ist nämlich im Fullscreen hier und nicht nur im Spiel. Aber es ist die gleiche Animation letztendlich. Ja. Ich lasse sie auch nochmal abspielen für euch, weil es ist eigentlich die gleiche Animation wie im Spiel, nur mal so als 16:9. Ja, gab es mal. Für uns fand ich auch sehr, sehr schick und naja. Mal sehen, was ich davon halte und natürlich, was noch dazu kommt. Es gibt ja jetzt jede Woche eine Challenge und ja, in den anderen Challenge-Bildern dann letztendlich kann man natürlich schon so ein bisschen sehen, Challenges to come heißt das hier, was hier als nächstes kommt. Es kommt ja die Champion Challenge, das haben wir jetzt eben im Kalender gesehen, aber ich zeige euch das auch da. Sieht man denn schon, so ein bisschen ist ja der Skin schon geleakt, ne? Also vom Royal Champion. Und wir sehen ihn natürlich noch nicht in der Animation oder so, aber schon mal so ein bisschen so ganz klein im Bild. Und die anderen werden wir sicherlich dann immer dann sehen, wenn die nächste oder wenn diese Challenge läuft, dass die nächste Challenge dann, ich nenne es mal so, geleakt wird. Ah ja, okay. Eben dem das Seine. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen auf Mittwoch, also heute Abend wieder mit Clash. Und ich meine, heute ist erst Dienstag. Ich weiß, ich bin einfach sitzen geblieben, wollte das aber für euch zumindest einmal festhalten. Ich finde es sehr, sehr gut. Also A, finde ich den Skin sehr gut. Ich finde gut, dass die Szenerie im Shop gibt und dass es vor allen Dingen im freien Pass auch die Statue gibt. Also auch für die Free Pass Spieler ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Reward mit dabei. Also zum Fest der Farbe oder zum farbenfrohen Fest, nehmt es wie ihr es wollt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer, ja, nicht ganz so bunter Toto Clasht.